Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf Kleidermädchen. Hier dreht sich wie immer alles um die Themen Fashion, Beauty und Lifestyle und ihr seid mittendrin statt nur dabei. Heute soll es um ein ganz besonderes Projekt gehen, das euch auf jeden Fall jede Menge Spaß garantiert. Das sei vorab schon mal verraten. Und zwar mache ich dieses Try-On-Video nicht alleine, sondern habe mir zwei richtig nice Kolleginnen dazu geholt. Und zum einen ist das die Sarah von Mrs. Violet und zum anderen die liebe Luisa von Die Frau mit dem gelben Pulli. Wir haben auch in der Vergangenheit schon mal zusammengearbeitet und das Video verlinke ich euch natürlich hier oben. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Heute soll es um das Thema Fashion gehen und wir haben uns überlegt, wie wäre es denn, wenn wir einen Try-on-Haul machen mit Influencer-Kollektionen. Und da sind wir auf Naked gestoßen, weil bei Naked hat man wirklich das Gefühl, dass Influencer-Kollektionen wie Pilze aus dem Boden sprießen. Also jede Woche ist dort gefühlt eine andere am Start und das kam uns natürlich sehr gelegen. Erstens haben wir eine große Auswahl, wo wir etwas aussuchen können und zweitens ist für jeden Geschmack auch etwas dabei. Aber die ganze Sache wäre ja ziemlich langweilig, wenn sich jeder nur seine Teile aussuchen würde. Man würde sich ja quasi nicht aus der Wohlfühlzone bewegen. Und deshalb haben wir uns zur Challenge gemacht. Jeder der Mädels sucht zwei andere Teile für eines der Mädels aus. Und so haben wir einen wilden Mix und bewegen uns auf jeden Fall aus der Komfortzone heraus und wagen vielleicht auch mal Teile, die wir so niemals anziehen würden, was ich auch immer sehr interessant finde, weil dann entdeckt man wieder vielleicht neue kreative Ideen oder vielleicht auch mal Stile. So entwickelt man sich modetechnisch auch weiter und probiert auch etwas aus, das einem vielleicht so nie in den Warenkorb geraten wäre, aber es einem unverschämt gut steht oder eben auch nicht. Wie gesagt, dieser Try-on-Haul ist extrem ehrlich. Unterschiedliche Figuren haben bzw. auch unterschiedliche Größen. Finden wir das auf jeden Fall sehr spannend, um sich mal einen, sag ich mal, wirklich realistischen Einblick in, wie sieht es auf einem Foto aus und wie sieht es in der Realität aus, Blick machen zu können. Ja, und auf dieser Reise nehmen wir euch natürlich mit und wünschen euch schon mal sehr viel Spaß. Ich verlinke euch jetzt hier das Video von Sarah und hier das Video von der lieben Luisa. Und ich würde mich, beziehungsweise wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei allen Videos auch vorbeischaut und die Reihe, sage ich mal, in Form dieser drei Videos genießt, weil sie sind auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. So, und bevor ihr mich gleich umgezogen seht und in den Looks, den die beiden Mädels für mich ausgesucht haben, zeige ich euch erstmal kurz, um was es heute für Looks gehen wird. Und zwar hat die liebe Luisa für mich einen petrolgrünen Rock rausgesucht. Den würde ich, glaube ich, oder hätte ich mir auch selber ausgesucht. Und genau, eine Midi-Länge hier mit Knopfdetails, sehr verspielt. Ich bin gespannt. Und dazu hat sie sich gedacht, würde ein schwarzes asymmetrisches Top sehr gut passen, das hier unten, also im Bauchbereich, dann auch nochmal gebunden wird, muss ich sagen. Also mir wäre es wahrscheinlich zu gewagt, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen und bin auf jeden Fall gespannt, wie es an mir aussehen wird. Die liebe Sarah hingegen hat mir dieses Wickeltop ausgesucht in einem wunderschönen Mintgrün mit verspielten Punkten drauf. Gefällt mir sehr, sehr gut. Würde ich mir wahrscheinlich, glaube ich, so nicht aussuchen. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Also es hat auch so ganz leichte Puffärmelchen hier vorne, also einen lockeren Ärmel und hier unten auch nochmal eine Raffung. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und dann noch ein kleines Highlight. Sarah hat ihr Originalton. Ich wollte dich schon immer mal in so einem eleganten schwarzen Kleid sehen, das wirklich am Rücken sehr, sehr minimalistisch ist. Aber ich bin auch hier gespannt. Auf jeden Fall sehr gewagt und kann auch sehr, sehr elegant aussehen. Et voilà, und ich bin im ersten Look. Das ist der Look, den Luisa für mich ausgesucht hat. Und ich bin positiv überrascht. Also mir gefällt er ziemlich gut, auch wenn ich ihn mir so nicht ausgesucht hätte, weil ich etwas skeptisch war, was das Top angeht.
Aber ich muss sagen, auch das gefällt mir sehr gut. Dadurch, dass man es binden kann, hat man trotzdem das Gefühl, es wäre ein Top, der es den Bauch bedeckt und man nicht so halbnackt ist auf der Straße. Also ich mag das halt einfach nicht. Aber ich finde, mit dieser Bindetechnik, also ich habe es halt zweimal rumgebunden, gefällt mir das sehr gut. Und auch die Möglichkeit, dass ich es binden kann, wie ich möchte und dass es mir etwas Freiraum gibt, also Gestaltungsfreiraum, finde ich richtig schön. Zu den Stoffen sind auf jeden Fall in beiden Teilen Polyester enthalten, wo ich wirklich etwas skeptisch bin, was den Sommer angeht, weil Polyester neigt nun mal dazu, dass man darin schwitzt. Und ich mag in Hochsommer am liebsten Kleidungsstücke, die aus Baumwolle oder einen hohen Leinenanteil zumindest haben, weil die einfach luftiger sind und angenehmer auf der Haut. Aber ich sag mal, für einen etwas kühleren Sommertag oder Frühlings- oder Herbsttag finde ich das Outfit auf jeden Fall sehr gelungen. Und auch den Rock finde ich richtig schön. Also ich mag die Details hier mit den Knöpfen. Also es hat für mich was Japanisches, auch der kleine Schlitz hier, gefällt mir auch richtig gut, ist mal was anderes als der normale satinierte Rock, sondern mal etwas verspielter und auch vielleicht etwas eleganter und freizügiger durch den sehr hoch sitzenden Schlitz, wie ich finde. Und in Kombination mit dem schwarzen Top gefällt es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich finde auch sehr interessant, weil das eine Material ist ja eher matt und das andere natürlich satiniert glänzend. Wirkt natürlich auch nochmal super interessant. Und auch wenn man mal abends ausgehen möchte, was hoffentlich bald wieder möglich sein wird, finde ich so einen Look auf jeden Fall sehr gelungen. Und ja, ich fühle mich auf jeden Fall wohl darin. Danke, Luisa, dass du mir das ausgesucht hast. Und ja, wir können ja jetzt hier nochmal vergleichen, wie ich in dem Look aussehe und wie das Original aussieht. Es sind aber zwei Teile, die gehören nicht zusammen, beziehungsweise sind nicht zusammengetragen worden. Also braucht man trotzdem ein bisschen kreativen Spielraum. Und da sind wir auch schon beim nächsten Look und das ist eines der Teile, die mir Sarah ausgesucht hat. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das Kleid an sich finde ich gut. Aber der Schnitt geht gar nicht. Also mir passt es einfach nicht richtig. Also wenn ihr das hier sehen könnt, es ist hier oben einfach viel zu weit. Und ansonsten ist es aber wirklich passend. Also ich könnte es mir jetzt auch nicht eine Nummer kleiner nehmen, dann wäre es hier wieder zu eng. Also funktioniert anscheinend nicht für meine Figur. I don't know, aber an sich tendenziell muss ich wirklich sagen, dieses Kleid ist wirklich richtig schön und mir gefällt auch die satinierte Optik. Hat wirklich was sehr Elegantes und würde ich durchaus für einen eleganten Abend anziehen. Der Rücken ist natürlich sehr minimalistisch gehalten, aber auch das gefällt mir wirklich richtig gut. Und es ist umso schade, dass es einfach nicht richtig passt. Also es ist hier einfach viel, viel zu weit. Ich weiß auch nicht, wie ich es fixen soll. Es geht einfach nicht. Vielleicht so. Ja, aber wie gesagt, das Kleid an sich wirklich richtig schön. Aber es passt nicht. Was will man machen, ne? Hier habt ihr nochmal den Vergleich, wie es an dem Model aussieht, beziehungsweise an der Influencerin und versus Reality. Aber vielen Dank, Sarah, du hast meinen Fashion-Horizont erweitert und ich werde auf jeden Fall die Augen offen halten nach genauso einem Modell, das mir hoffentlich dann auch besser passt. Und wie ich euch ja verraten habe, hat mir Sarah zwei Teile ausgesucht, die ich natürlich leider nicht miteinander kombinieren konnte, weil das eine ein Kleid war und natürlich das eine Bluse ist, beziehungsweise ein Oberteil, ein Wickeloberteil. Und ja, ich habe es mit einer Hose kombiniert, die findet ihr übrigens auch auf Naked. Ich habe euch übrigens alle Links in der Infobox verlinkt, da könnt ihr gerne mal nachgucken, falls euch das eine oder andere Teil gefallen sollte. Und ja, ich muss sagen, ich finde den Look wirklich richtig gut, obwohl das für mich ein bisschen too much ist. Aber an sich, dieses Oberteil, also dieses Wickeloberteil, gefällt mir richtig gut. Ich finde auch, das macht richtig was her. Es wirkt verspielt und dennoch sehr elegant. Ja, was soll ich sagen? Ich bin positiv überrascht und ich finde auch, dass die
Farbe mir wirklich sehr gut steht. Ja, hat Sarah sehr, sehr gut ausgesucht und auch in Kombination mit dieser Hose ist es ein Look, der sich durchaus sehen lassen kann. Mein einziges Befinden, das ich habe, dass dieses Top leider etwas kurz ist und ich mich da ein bisschen unwohl fühle. Also für mich müsste es wirklich hier ein bisschen bedeckter sein, ein bisschen länger. Also wenn das wirklich jetzt so wäre, wäre das für mich okay. Aber tendenziell solche Wickeloberteile für mich eine neue Fashion-Revolution und habe ich so noch nicht im Schrank, sollte ich mir definitiv mal zulegen. Vielen Dank, Sarah, für die Inspiration an dieser Stelle. Genau, das übliche Problem, das auch meine Kollegin Luisa schon hatte, ist hier natürlich, dass der BH rausguckt. Also ich habe das zumindest hier auch ein bisschen. Man muss halt immer zuppeln und rucken und dann blitzt doch mal was raus, wen es nicht stört. Ist es okay. Ansonsten würde ich euch empfehlen, hier einfach einen Druckknopf anzubringen. Mache ich sonst auch immer bei meinen wirklich Kleidern, hält Bumpen fest und kostet auch nicht viel. Genau. Wie gesagt, dazu habe ich eine Hose kombiniert. Zeige sie euch nochmal. Also ist wirklich so eine leichte Sommerhose, leider auch aus dem Polyestermaterial. Also nichts für mich für Hochsommertage, wen das nicht stört. Ja, ist auf jeden Fall luftig, aber für den Hochsommer leider für mich nicht geeignet, weil man würde trotzdem da drin schwitzen. Und wie gesagt, würde auf jeden Fall mal nach einem Oberteil Ausschau halten, das in so eine Richtung geht, weil es gefällt mir wirklich richtig gut. So, und last but not least ist das einer der Styles, den ich mir ausgesucht habe. Und zwar wirklich sehr minimalistisch, so wie ich es halt mag. Also wie gesagt, ihr könnt auch gerne mal auf meinem Blog vorbeischauen. Da werdet ihr sehen, bei mir gibt es halt immer ein Muster. Also ich bin wirklich, würde ich sagen, schon eher minimalistisch unterwegs. Und ja, vielleicht auch mal ein Blumenkleidchen hier und da. Aber ansonsten sehr straight. Und ich habe mir zu dieser Hose, die ich euch eben schon in dem Outfit mit der Bluse von Sarah gezeigt habe, einen weißen Body ausgesucht, der mir richtig, richtig gut gefällt. Auch das Material, also er ist aus Baumwolle, mir halt wirklich mega wichtig. Und ich mag dieses Detail hier, also diese breiteren Träger. Und dann, dass es auch hier, sag ich mal, im Ausschnitt entlang so eingefasst ist, das zieht sich wirklich um den ganzen Body rum. Ich finde, das sieht wirklich richtig, richtig elegant aus. Und auch mein Lieblingsmaterial, Baumwolle, ich würde sagen, so wie es anfühlt, ein bisschen Elastan enthalten. Aber für mich ein wirklich schönes Top für den Sommer, in dem ich mich pudelwohl fühle und das ich auf jeden Fall hundertprozentig behalten werde, weil es einfach richtig, richtig klasse aussieht. Hinten ist es auch etwas tiefer geschnitten, aber nicht so tief, dass man nichts drunter tragen könnte. Ja, wie gesagt, ein richtig schöner Sommerlook. Nur schade, dass die Hose aus Polyester ist. Ich hätte mir hier gewünscht, dass die Hose vielleicht eher einen Leinenanteil oder einen Baumwollanteil hätte. Oder vielleicht Tessel oder wie auch immer. Genau, deshalb wird sie leider nicht bei mir einziehen. Aber was einzieht in meinen kleinen hübschen Kleiderschrank, ist dieses Oberteil. Weil von dem bin ich wirklich hundertprozentig überzeugt. Ich hoffe, ihr auch. Und da wir heute in diesem Try-on-Haul ja auch ein bisschen experimentieren und das Ziel ist, auch mal raus aus seiner Komfortzone zu gehen, habe ich mir noch ein Oberteil ausgesucht, das ich so wahrscheinlich auch nicht picken würde, weil ich zeige euch mal den Rücken. Also der ist wirklich komplett offen, muss man mögen. Das heißt, ihr könnt auch nichts drunter ziehen, weil es würde man sehen. Und ich persönlich sage dann lieber nichts drunter, bevor hinten unschön die BHs rausgucken. Aber das ist natürlich auch eine persönliche Präferenz. Das muss jeder für sich entscheiden. Ja, also ich muss sagen, es war ein Versuch wert. Es sieht von vorne auch wirklich hübsch aus, aber mir persönlich ist das hinten zu offen. Ich fühle mich da auch nicht hundertprozentig wohl. Obwohl ich im Sommer gerne mal Tops trage, wo ich kein BH drunter trage. Aber mit dem Top matcht es mit mir einfach nicht so. Also wird definitiv nicht einziehen. Sieht aber tendenziell nicht schlecht aus. Und ich finde auch, zu dem Look passt dieses Top einfach richtig gut. Und kann man natürlich genauso kombinieren wie diesen weißen Body eben. Genau.
Und so schnell kann es gehen und schon ist die Kleiderstange wie leer gefegt. Ich hoffe, dieser Try-on-Haul hat euch gefallen und Sarah und Luisa konnten euch ebenfalls ein Lächeln ins Gesicht zaubern, weil ich finde, man sieht halt wirklich, was die Probleme in der Realität sind und dass die Fotos, die teilweise auf den Online-Shops zu sehen sind, ja, so sind, dass man sich nicht bewegen darf, beziehungsweise deshalb doch öfters mal irgendwo was rausblickt, was nicht rausblicken sollte und dass nicht alles so perfekt sitzt, wie es dort den Anschein hat. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich mag die Basic-Teile von Naked sehr gerne. Die kann ich euch auch empfehlen. Also alles, was so was einen höheren Baumwoll- oder Leinenanteil hat, ist wirklich richtig cool. Aber was ich halt absolut nicht mag, sind so synthetische Materialien, wo viel Polyester enthalten ist. Das ist persönlich einfach nicht meins, muss aber wie gesagt jeder für sich entscheiden, ob er sich damit wohlfühlt oder nicht. Also für mich ist es einfach nichts für wärmere Tage. Fühlt sich auf meiner Haut nicht gut an. Genau. Wie gesagt, schaut auch bei den anderen Mädels vorbei. Die würden sich auf jeden Fall genauso freuen und ich finde auch, das komplettiert diese ganze Serie. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bald wieder hier einschaltet. Bei mir wird es jetzt wieder eine kleine Pause geben, weil ich ziehe nächste Woche um und lebe hier schon mitten im Kistenchaos, von dem ihr natürlich gerade nichts seht, aber es existiert. Und bin auch schon total am Limit, sagen wir es mal so. Ich freue mich auf jeden Fall und es wird jede Menge Videos geben, auch von der neuen Wohnung, wie ich sie einrichte. Schaut auf jeden Fall mal vorbei und es wird auch weitere Fashion-Videos geben. In dem Sinne, habt einen schönen Tag und wir sehen uns bald. Und natürlich, vergesst nicht zu abonnieren, Däumchen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns bald wieder. Bye, bye!